Ja, hallo bei Half im Hinterhof in der Großbärenstraße 65 hier in Berlin. Wie ihr ja wisst, sind wir schon lange am Markt und eins der langjährigsten Produkte, das wir in unserem Portfolio haben, ist Monitor Audio. Vor 2 Jahren auf der High-End haben wir ein Schnittmuster von einem Silver 200 Lautsprecher gekriegt, glaube ich. Und das war, weil wir seit 40 Jahren mit Monitor Audio zusammenarbeiten. Das ist schon eine super Ehrung gewesen für uns. Wir waren sehr, sehr gerührt, das war echt toll. Und jetzt quasi nach 42, 43 Jahren Zusammenarbeit mit Monitor Audio sitzen wir beiden ganz frech, der Clark und ich, auf dem Lautsprecher der Extraklasse aus dem Hause Monitor Audio und zwar auf der Platinum 200. Die ist jetzt ganz frisch gelauncht worden. Ich und Alberto waren ja auf der ISE in Barcelona, da konnten wir die schon sehen und wir waren total begeistert von dem Finish, von den optischen und Verarbeitungsqualitäten der Lautsprecher. Das hat uns wirklich schon mal richtig zittern lassen, was da auf uns zukommt. Der Clark hat ja schon die Lautsprecher ausgepackt. Die 300er hat er auch die ersten klanglichen Eindrücke zusammen können und wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut. Also ich habe hier mit John Williams angefangen und man hatte den Konzertraum eigentlich genau hinter uns, da wo er hingehört. Hat sehr gut funktioniert. Also realistisch vor allem, räumlich ohne Ende. Also man kann sie nah an die Wand stellen und es macht wirklich Spaß damit zu hören. Es ist nicht aufdringlich, es ist aber sehr, sehr detailreich. Vor allem die spielen sehr weit runter. Also im Stereo-Set kann man damit wirklich schon was anfangen. Also offensichtlich, und das war die große Hoffnung, und das wird sich mit Sicherheit dann auch dementsprechend nochmal ganz verstärkt darstellen, eine riesen Qualitätssteigerung in unserer Gesamtperformance mit unseren hochwertigen Lautsprechern, wo jetzt Monitor Audio auch wieder mit der Platinum-Serie 3G wahrscheinlich an dem einen oder anderen Punkt mehr als konkurrenzfähig sein wird. Wir werden das hier sogar als Heimkino aufbauen auf Dauer, bloß das können wir euch jetzt heute so gar nicht komplett präsentieren, was Clark und ich gleich machen werden. Wir packen den Lautsprecher aus, auf dem wir sitzen. Und wie das bei Half im Hinterhof so ist, das ist oft anders als im Video. Wir packen die Lautsprecher anders aus als Monitor Audio. Das hat auch seinen Grund. Der erste Lautsprecher ist so ausgepackt worden, wie in dem Video von Monitor Audio zu sehen. Und da hat mich Clark gewarnt und hat gesagt, boah, die sind so dermaßen schwer und man muss die da aus dem Karton rausheben. Sollen wir das nicht vielleicht andersrum machen? Und da habe ich mir das auch angeschaut und habe gesagt, ja, wir machen das anders und zeigen, dass es auch so geht, dass es ältere Menschen unkompliziert aus dem Karton kriegen, ohne sich dabei zu verletzen. So, jetzt haben wir den also ausgepackt und das ist fast perfekt. Weil ich hatte mir heute Morgen die Hände gecremt und ich sehe jetzt hier sind leicht meine Fingerabdrücke auf dem Lautsprecher. Handschuhe würden noch fehlen. So poliere ich das weg und muss ganz offen gestehen,
Der Lautsprecher ist absolut in einem perfekten Zustand. Ein paar Sachen gibt es jetzt noch im Speziellen zu sagen. Das ist nicht ganz üblich, dass man solche Sachen bei High-End-Lautsprechern so in der Selbstverständlichkeit vorfindet wie bei Monitor-Audio. Das eine hatte ich gerade schon so toll gezeigt. Das ist das. Das ist jetzt kein Korkenzieher für speziell zu öffnende Weinflaschen. Nein, das ist es nicht. Selbst wenn High-Ender gerne mal einen Rotwein trinken. Dafür ist es nicht gedacht. Hinten die wirklich toll gemachten Schrauben zum Fixieren der Lautsprecher sollen alle paar Jahre mal ein bisschen nachgezogen werden. Das steht auch in dem Manual drin. Der Clark hatte mir das erzählt. Da steht was drin genau? Man soll, wenn es notwendig ist, eine Viertelumdrehung machen. Irgendwann, wenn das richtig gespielt hat. Okay. Eine Sache, die beim Monitor auch explizit im Manual steht, sie können sehr wandnah gestellt werden. Wie weit müssen die weg? Bei der kleinen kann man es sogar mit 20 cm schon machen, bei der großen mit 30. Und Monitor Audio hat ja, ich drehe mal eben hier um, bei allen Lautsprechern die Bassreflexöffnung einmal eher mittig oder weiter oben, einmal unten. Und die liefern dazu auch bei denen Bassreflexstopfen mit aus, jeweils nur einen pro Lautsprecher. Man kann dann experimentieren und dazu lädt der Hersteller auch explizit ein, ob man den hier oder da benutzt und ob es an der Stelle notwendig ist oder nicht. Dabei kann man so einen großen Lautsprecher deutlich näher in eine Ecke oder an die Wand bringen, als das ursprünglich mit denen eigentlich möglich wäre in dieser Größe. Das ist genau dieses kleine Detail. Nein, das ist kein Küchenschwamm, sondern ist ein Portplug. Der wird hier reingesteckt. Und damit wird das Bassreflexrohr bedämpft und der Bass wird etwas reduziert. Also auch da eine kluge kleine Situation mit großem Effekt. Was anderes, die Höhenverstellung lässt sich wunderbar von oben machen. Wir nehmen den Deckel runter und kommen dann an die Schraube. Das gibt es bei anderen Herstellern auch ähnlich. Aber hier ist es wirklich auch so, dass einige Kunden fragen, wofür sind denn die Ausleger da? Natürlich, um es dem Kunden leicht zu machen. Der Lautsprecher hat einen extrem guten festen Stand und ist wunderbar justierbar. Ansonsten ist bei dem noch schön zum Aufstellen, die Füße sind schon dran. Man muss also nicht großartig mit Werkzeug hantieren, man kann ihn einfach aufstellen, ohne weiteres. Außerdem gibt es hier anstatt einer Notlösung vernünftige Brücken drin. Man kann also erstmal mit dem Single-Wire-Kabel einfach anfangen. Also wirklich von A bis Z. Ein durchdachtes Konstrukt mit einem fantastischen Klang und einer irre guten Ausstrahlung mit einer tollen Haptik. Danke, dass ihr uns die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und bei den nächsten Videos ist Clark dann auch wieder dabei. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und dann werdet ihr uns eventuell hoffentlich auch im Geschäft besuchen, die Lautsprecher hören, vielleicht dann auch im Kino mal platziert zu nutzen. Danke nochmals, dass ihr uns auch wieder hier euer Gehör, eure Aufmerksamkeit schenkt. Eine gute Zeit für euch. Bis bald in Halbwil im Hinterhof. Schlag auf.